Monika Erd für den Start, für die erste Begrüßung. Dann darf auch ich alle zu unserem heutigen Vortragsabend begrüßen. Wir freuen uns auch sehr, dass MS-Betroffene aus der Schweiz heute diesen Vortrag hören werden. Die Neurowissenschaften, als solche auch Professor Jörg Kesselring, haben der Erforschung der Anpassungs- und Lernfähigkeit unseres menschlichen Gehirns in den letzten Jahren eine besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Erkenntnisse daraus werden in der neurologischen Rehabilitation mit großem Erfolg umgesetzt. Ich freue mich sehr, den heutigen Referenten und Neuroexperten Herrn Professor Jörg Kesselring, langjähriger Chefarzt der Neurologie des Rehabilitationszentrums Valens in der wunderschönen Schweiz, begrüßen zu dürfen. Die Neurorehabilitation ist ein wichtiger Baustein der Behandlung der multiplen Sklerose. Wir freuen uns daher sehr, dass wir Sie zu unserem ersten Fachvortrag in diesem Jahr als Referent zu dem interessanten Thema Neuroplastizität gewinnen konnten. Herzlichen Dank, Herr Professor Kesselring. Bevor ich Ihnen das Wort übergebe, darf ich mich selbst noch kurz vorstellen. Mein Name ist Regina Huber. Ich bin Mitarbeiterin des Beratungsteams der AMSEL und ich werde im Anschluss an Ihren Vortrag die Fragen der Teilnehmer Ihnen vortragen. Und damit darf ich Ihnen das Wort nun gern übergeben und freue mich auf Ihren Vortrag. Kann ich jetzt also Bildschirm freigeben? Jetzt dürfen Sie Bildschirm freigeben, genau. Okay. Und sobald Sie das gemacht haben, werde ich... Okay. Sehen Sie schon etwas? Ja, jetzt müssen Sie nur aus dem Arbeitsmodus noch rausgehen und ins Vollbild. Ja, wunderbar. Okay. Also. Dann werde ich mich jetzt erstmal wieder stumm schalten und es ist Ihr Part, Herr Professor Kesselring. Danke. Bis nachher. Ich mache das natürlich sehr gern und begrüße die Damen und Herren, die sich da eingeloggt haben und zugeschaltet haben. Und freue mich wieder mal etwas mit der AMSEL zusammen machen zu dürfen. Ich bin über viele Jahre, Jahrzehnte kann ich sagen, mit der AMSEL gut verbunden. Ich erinnere mich an einen ersten Vortrag 1989, wo irgend auch ein Jubiläum war, wo ich eingeladen war und seither immer wieder. Und eben auch hatte ich die Gelegenheit, immer bei Vorträgen oder auch beim Aufbau dieser renommierten Klinik in Bad Wildbad mitzumachen. Und die ist ja jetzt wirklich ein MS-Zentrum in Deutschland, in Europa und ist besonders gut, finde ich, so wie ich es kenne, geleitet. Und darum habe ich immer solche Verbindungen zu Ihnen gehabt aus der Schweiz. Und musste mich ja dann immer quasi ein bisschen entschuldigen, dass ich diesen Schweizer Akzent habe und eben langsamer spreche als die üblichen deutschen Kolleginnen und Kollegen. Aber ich hoffe, dass ich den Inhalt doch herüberbringen kann, auch wenn es etwas langsamer geht. Also so sieht es bei uns aus. Das wollte ich nur zeigen für diejenigen, die dann im Herbst zu uns kommen. Und auf der anderen Seite ein altes Bild von der Klinik, wie sie damals war in Mittel- oder Renaissance-Zeit, wo die Situation ist aber ähnlich wie heute in einer Klinik. Der Professor Flachenecker im Wildbad würde das wissen, der ist der Chef, wie der da hier und steht herum und schaut, dass alles tiptop läuft. Dann haben wir hier die Physiotherapeuten, sagen wir, oder sie sagen Krankengymnasten. Die könnten es ergonomisch noch etwas besser machen. Dann hier besonders wichtig in einer Klinik überhaupt, in der Reha speziell sind die Pflegefachfrauen oder früher hat man gesagt Krankenschwestern. Und dann, wie Sie sehen, das müssen Sie sich jetzt gut anschauen, von diesem Brücklein, da hat man früher die Patientinnen und Patienten in solchen Gerätschaften heruntergelassen für die Behandlung. Und damit Sie sehen, wir sind so ein Team, jetzt immer größer geworden. In meiner Zeit hat sich die Zahl der Patientinnen und Patientenbetten etwa verfünffacht. Und wir haben jetzt halt
Schnee bei uns und auch wenn ich nach draußen schauen würde, würde ich sehen, wie es prächtig schneit. Das ist also Valenz. Frau Huber hat es nicht ganz richtig betont, es ist eben hinten betont, wie das meiste in der Schweiz. Valenz. Und Sie haben gesehen, was für eine Brücke wir hatten, meine Vorgänger hatten. Und jetzt neu haben wir eine Brücke, die gebaut wurde, wesentlich für unsere Klinik, die Zufahrt der Betroffenen. Und es ist ein gutes Bild für mich, um zu erklären, was ich unter Resilienz verstehe, eben unter der Kraft, die aufbaut. Und diese Resilienz habe ich eben auch hier studiert beim Bau dieser Brücke. Und zwar können Sie sich so vorstellen, wenn Sie eine Brücke bauen wollen, wie das bei uns der Fall war, und einfach den Beton hier hinfahren mit Ihrem großen Lastwagen, dann fällt das alles einfach ins Tal hinunter, ins Doppel. Sie müssen eben etwas konstruieren, was dieses tote Material nach oben richtet. Das sind hier diese Pfosten und Drähte und Seile. Und in der Physik heißt eben die Kraft, die nach oben zieht, nach oben drängt, die heißt eben Resilienz. Und ich wollte das eben übersetzen, auch für unser Gehirn, und das möchte ich in der folgenden halben Stunde erklären. Ich hoffe, Sie verstehen das Bild dieses Brückenbaus, also die aufbauenden Kräfte, die ich jetzt in unserem Gehirn beschreiben will, die spielen bei allen von uns eine Rolle, ob MS-Betroffene oder nicht, ob Betreuende oder gesunde Leute. Nur noch zum Illustrieren, als wir dann die Brücke bei uns fertig hatten, hat der liebe Gott auch noch seine Art von Brücke gebaut und uns gezeigt, dass er einverstanden ist mit dem, was wir machen. Und jetzt eben diese Resilienz, diese aufbauenden Kräfte, die kann ich in verschiedenen Bereichen beschreiben und das ist mir eben besonders wichtig, dass wir die Patientinnen und Patienten, in diesem Fall jetzt und heute Abend MS-Patientinnen und Patienten, als Ganzes sehen. Und da gibt es eine körperliche Dimension und da gibt es aufbauende Kräfte. Lassen Sie mich jetzt zuerst einmal über diese körperlichen aufbauenden Kräfte reden. Das ist zum Beispiel Fitness und Ausdauer. Das ist etwas, was jeder und jede von uns trainieren kann. Sie können entscheiden, ob Sie im Rahmen der Möglichkeiten fit sein wollen, aber Sie müssen selber etwas dafür tun. Es genügt nicht, wenn Sie meinen, Sie können mit einem Saft oder einer Tablette oder einer Infusion Ihre Fitness einfach gratis bekommen. Nein, Sie müssen, wir alle müssen etwas dafür tun. Aber das ist ein Entscheid von jedem und jeder von uns. Und ein solcher Entscheid, aktiv zu sein, ist natürlich leichter zu fällen, wenn man weiß, dass man damit etwas bewirken kann. Und das gilt für uns alle. Dann auch bei der Ernährung und Energiezufuhr sind wir fähig, selber etwas zu wählen. Nicht beliebig, nicht wahr? Sie werden nie dank der Ernährung allein fit und ausdauernd sein, aber die Ernährung wird Ihnen die Energie geben, um damit etwas zu machen. Ein dritter Punkt hier im körperlichen Bereich, den ich ganz wichtig finde, ist, dass wir auch im Ablauf des Alltags Phasen der Ruhe und Erholung einbauen, damit eben wir nachher die Kräfte für das Training haben. Und wissen Sie, das ist nicht spezifisch MS oder Hirnschlag oder Hirnverletzung. Das gilt für alle von uns. Wenn ich zum Beispiel, ich mache das gern, Cello spiele, dann weiß ich, dass ich üben muss. Es wird nie eine Tablette geben, die mir erlaubt, jetzt plötzlich Dvorak-Cello-Konzert zu können. Ich muss das üben. Oder wenn ich wieder sportlich etwas machen möchte, muss ich das tun. Und nun ist das Maß von dem, was wir tun können, mitbestimmt durch die
Genetik, also was wir mitbekommen haben, oder durch Einschränkungen, wie sie bei einer Krankheit wie der MS vorkommen. Aber wir müssen eben eine Haltung gewinnen, eine Einstellung gewinnen, was mache ich trotz der Einschränkungen? Und jeder und jede von uns hat seine Einschränkungen. Bei den einen sieht man es mehr, bei den anderen weniger. Und das ist ja oft ein Problem für MS-Betroffene, die besonders leiden unter nicht sichtbaren Einschränkungen, wie sie zum Beispiel durch die Müdigkeit bedingt sind. Aber man soll unbedingt darauf achten, dass man nicht gerade nur in Selbstmitleid verfällt, sondern sagt sich, was mache ich trotzdem? Also eine gewisse pubertäre Trotzhaltung ist in so einem Fall von Einschränkungen wirklich angebracht. Und klar ist mir natürlich, dass man solche Einschränkungen besser überwinden kann, wenn man gute Unterstützung hat. Und gute Unterstützung erfolgt zum Beispiel auch durch gute Therapeutinnen und Therapeuten. Und darum finde ich eben die Rehabilitation so wirklich wichtig. Das meint nicht nur im Rehabilitationszentrum für 3-4 Wochen zu sein, sondern die Einstellung eben rehabilitare, wieder sich in Fähigkeiten bringen, die man vorher nicht hatte. Also es ist eine Einstellung, es ist die Einstellung, das kommt mir vor wie beim Fernsehen oder beim Radio. Es hilft nicht, wenn es rauscht und rumpelt und nicht gut klingt, wenn Sie nur einfach jammern und sagen, der Radiotechniker oder der Bundesrat hat das falsch gemacht, sondern Sie müssen die Einstellung am Fernsehen und am Radio so gewinnen, dass das Bild wieder in Ordnung ist. Und das Gleiche gilt für uns alle. Ich habe dann hier einen anderen Bereich aufgeführt, den mentalen, der für uns alle natürlich zentral wichtig ist. Und auch da gibt es wieder aufbauende Kräfte, die ich eben Resilienz nenne. Und besonders wichtig ist die Kraft des Selbstvertrauens. Ich habe ja oft gesagt, MS als Kürzel, als Abkürzung steht wohl für Multiple Sklerose. Und das gilt für das Gewebe im Gehirn. Da gibt es eben Verhärtungen, Narben an Multiplen an verschiedenen Stellen. Aber für mich steht MS ganz wesentlich auch für mehr Selbstvertrauen. Es ist ganz wichtig, dass wir das Vertrauen zu uns selber haben, trotz aller Einschränkungen, von denen jeder und jede von uns Beispiele an sich selber erlebt. Aber eben das Selbstvertrauen soll dazu führen, was mache ich trotz dieser Einschränkungen auf ein Ziel hin, das mir wichtig ist. Ich soll also zum Beispiel nicht immer in Gedankenfallen tappen, sondern lernen, das zu durchschauen. Und das geht nur, wenn man auch eine gewisse Distanz zu sich selber finden kann. Das gelingt natürlich immer besser, wenn andere Leute einem dabei helfen. Man kann eben schwer nur selber oder zumindest am Anfang nur sich selber genügend objektiv spiegeln, um zu sehen, wo seine Möglichkeiten sind. Wenn ich da im emotionalen Bereich, also bei den Gefühlen, auch einen Bereich sehe, wo Resilienzkräfte wirken können, so kann ich aufschreiben, Ruhe und Gelassenheit. Das heißt nun überhaupt nicht, dass ich einfach faul herumliege und alles geschehen lasse, sondern dass ich einen guten Tagesablauf finde für Aktivität und weniger aktive Phasen. Für mich ist ein gutes Bild dafür die Aktion des Herzens. Nicht wahr, Sie wissen alle, der Herzschlag, der dient dazu, das Blut aus dem Herzen in den Körper zu befördern, einerseits, und andererseits das Blut wieder aufzunehmen aus dem Körper in das Herz hinein oder herein. Und diese beiden Phasen beim Herzschlag unterscheidet man mit den Fremdwörtern Systole und Diastole.
Und das kann man gut erklären. Die Systole ist die Phase, wo der Herzmuskel eben so aktiv ist und pumpt und das Blut in den Körper transportiert. Und die Diastole ist die Ruhephase, wo das Blut wieder zurückströmt ins Herz hinein. Und nun hat sich eben die Natur so eingerichtet, dass die aktive Phase, die Systole, etwa ein Drittel des Herzschlags ausmacht, sieht man das. Und die Diastole, die Ruhephase, macht etwa zwei Drittel aus immer. Und wenn Sie jetzt nun immer nur herumsausen, dann haben Sie einen höheren Puls und das geht auf Kosten vor allem der Ruhephase. Und am Schluss haben Sie überhaupt kein Blut mehr, das ins Herz kommt und dann haben Sie auch nichts mehr rauszuwerfen. Und dieses Bild vom Herzschlag übertrage ich nun auf mein ganzes Leben, indem ich überlege, wie viel Aktivität will ich haben und wie viel Ruhephasen, um mich wieder zu sammeln. Das Bild lässt sich gut übertragen und wenn ich mir vorstelle, eben etwa ein Drittel des Tages aktiv zu sein, weil ich dann auch die Kräfte dazu habe, aber zwei Drittel will ich der Ruhe gönnen. Und das ist wichtig, seinen Tag so zu organisieren. Denn wenn man das nicht macht und sogenannt nur herumspeedet, ist man nämlich nicht mehr aktiv, nicht mehr leistungsfähig. Und das soll man wohl bedenken, wenn man sich immer wieder unter Stress setzt und nur noch produzieren will. Am Schluss kommt eben keine Produktion mehr zustande. Wenn ich hier auch noch aufschreibe, emotionale Steuerung, dann meine ich damit nicht, dass man die Gefühle unterbinden soll immer. Aber nicht gerade jedes Gefühl gerade sofort herauslassen. Nicht wahr? Das haben wir jetzt 4 Jahre lang erlebt. Wenn einer einfach seine Bauchgefühle auf Twitter jagt und Unglück anstiftet, es wäre besser, wenn so jemand da, bevor man die Emotionen äußert, eben auch noch ein bisschen überlegt. Das heißt eben nicht, dass man gefühllos sein soll, überhaupt nicht, aber nicht gerade jede negative Regung nach außen senden. Das meine ich eben auch mit positiven Emotionen, dass man sich auch eine Übung draus macht, sich am Abend zum Beispiel oder auch tagsüber mehrfach zu sagen, was habe ich heute Gutes, Interessantes, Schönes erlebt? Und wenn dann eine innere Stimme sagt, ja gar nicht, das war alles nichts, dann kann man sich selber davon distanzieren und fragen, ja, habe ich wirklich gut geachtet, wie diese Schneeflocken jetzt sich bilden? Habe ich wirklich geschmeckt, wie das Essen fein war? Habe ich dran gedacht, was ich an Ruhe und Wärme in meiner Wohnung erlebt habe? Und solchen realistischen Optimismus soll man pflegen und schulen. Und es gelingt eben besser, wenn man das im Freundeskreis machen kann. Und darum ist es so wichtig, dass man sich den sozialen Gegebenheiten so öffnet, dass auch etwas zurückkommen kann von dem. Humor habe ich hier noch aufgeschrieben, weil ich das halt eine besonders gute Technik finde, um eine gewisse Distanz zu sich selber zu finden. Denn mit Humor meine ich hier überhaupt nicht diese Witze, mit denen man andere Leute abwertet, sondern wirklich eine gewisse Distanz zu sich selber haben kann. Und dann habe ich hier in diesen Beschreibungen von Resilienzkräften mir erlaubt, auch das Spirituelle noch zu nennen. Und das meint nicht, dass man nur über Gebete und Meditationen zu Kräften kommen kann. Das mag für viele Personen richtig sein, aber sie sollen es auch wirklich gut schulen, unter guter Anleitung. Aber wichtig ist, dass für uns Betreuende, Ärzte, Therapeuten, Pflegende, weil alle Patientinnen und Patienten werden irgendeinmal Fragen stellen nach Werten, Fragen nach der Empathie, wie man sich wirklich ihnen zuwendet und eben dabei auch lernen soll, auf andere zuzugehen. Das sind so Dimensionen der Resilienz, die wir
steuern können. Und ich glaube eben, wir haben unser Gehirn wie ein Instrument zur Verfügung bekommen, um diese Steuerung vorzunehmen. Ich habe das auch in Artikeln beschrieben. Ein Neuro war eben dafür, dass Neurorehabilitation bei der Multiplen Sklerose ist eben Resilienz in Praxis, dass wir eben dies, was so Faktoren, die ich erwähnt habe, im Alltag für uns anwenden. Und das dient uns allen ebenso, mit oder ohne Betroffenheit. Man sagt eben auch Neuroplastizität, dass also das Gehirn, und da bin ich ganz sicher und überzeugt, ein Leben lang umbaubar ist und dass wir diesen Umbau ein gewissermaßen auch steuern können. Ist klar, man kann nicht alles, das weiß ich wohl, leider. Man würde gern mehr machen, man hat größere Träume, als man realisieren kann, aber trotzdem etwas machen. Also hier noch mein Selfie, kurz gezeigt. Und der englische Ausdruck use it or lose it meint eben, man soll nutzen, sonst verliert man es. Aber wie man eben so ein Gehirn nutzt, das ist eine große, lebenslange Aufgabe, die niemand perfekt kann, aber man kann sich dem annähern. Das habe ich eben so beschrieben als das flexible Gehirn. Ich bin sicher, dass die Frau Huber so nett ist, allfälligen Interessenten diese Schriften zur Verfügung zu stellen. Lassen Sie mich jetzt noch einmal etwas zu diesem Gehirn erklären und ich möchte eben vor allem vermitteln, dass wir ein Gefühl bekommen, wir alle, ob Betroffene oder Betreuer oder Wissenschaftler, dass wir ein Gefühl dafür bekommen, was wir für ein Wunderwerk hier in unserem Kopf, und zwar alle mit uns herumtragen. Wenn ich nur schon ein paar Zahlen nenne, von denen ich weiß, dass sie stimmen, so kann ich sagen, wir haben, so sagen es die Leute, die das zählen, und das ist sehr anspruchsvoll, diese Zählen, 86 Milliarden Nervenzellen im Kopf, jeder und jede von uns ungefähr. Und weil das so eine riesige Zahl ist, nicht einmal die Physiker oder die Banker können sich genau vorstellen, wie viel 86 Milliarden sind. So habe ich so gesagt, wir kommen fast mit all diesen Nervenzellen auf die Welt. Und wir alle wissen doch, wie lange eine Schwangerschaft dauert, also bis wir eben auf diese Welt kommen. Und diese 86 Milliarden können wir so herunterbrechen, zu sagen, dass wir 4.300 neue Nervenzellen gebildet haben während der Schwangerschaft pro Sekunde. Und wenn Sie nun diese Nervenzellen sich vorstellen als solche Kabel, dann sagen wir die Neuronen. Und wenn ein Neuron durchschnittlich 1 Millimeter lang ist, so haben wir jeder von uns im Kopf diese Fäden von vielen tausend Kilometern. 2,5 Mal kommen sie um die Erde herum. Oder wenn Sie die feinen Verästelungen auch noch aufrechnen, dann kommen sie bis zum Mond mehrfach zurück. Und nun sind nicht die Neuronen allein wichtig. Die sind übrigens eben umhüllt mit diesem Stoff, quasi wie jeder Draht sonst auch mit ein Gummi hat den Draht und im Kopf und im Rückenmark sagt man diesem Gummi quasi der Isolationsschicht hat Myelin und die Multiple Sklerose greift vor allem dieses Myelin an. Darum ist es eine demyelinisierende Erkrankung. Doch nun, diese vielen Nervenzellen haben Verbindungen untereinander und bilden wirklich ein Netz. Und die Verbindungen nennt man Synapsen. Und wir rechnen, dass jede Nervenzelle 1.000 bis 10.000 solcher Synapsen aufweist. Und das ergibt eine riesige Zahl, die keiner von uns sich vorstellen kann. Darum habe ich so übersetzt, wenn Sie bei Ihrer Nachbarin diese Nervenzellverbindungen, diese Synapsen zählen möchten und Sie zählen eine Synapse pro Sekunde, ohne Ferien, ohne Urlaub, immer zählen, zählen, dann sind sie 27 Millionen Jahre lang am Zählen
der Synapsen ihrer Nachbarin. Also zum Sagen, das Wunderwerk ist in uns. Und nun wissen wir mit Sicherheit, diese Synapsen bilden sich immer wieder, aber sie bilden sich nach dem, was man ihnen als Aufgabe zumutet. Und das ist die Grundlage der Neurorehabilitation. Wir wollen also lernen, üben, trainieren, um ein möglichst optimales Funktionieren des Gehirns zu gewährleisten, unabhängig von einer Krankheit grundsätzlich. Ich weiß natürlich wohl, dass auch die Krankheit selber diese Neuroplastizität einschränken kann, aber wir gehen davon aus, dass grundsätzlich immer ein solcher Umbau des Gehirns möglich ist bei geeignetem Training. Und nun ist es in der Schweiz so, also in Deutschland sicher auch, da haben wir lang dafür gekämpft, dass die Leistungen der Neurorehabilitation im Gesetz verankert sind und die gesetzlichen Grundlagen sind festgelegt. Und dort steht im Gesetz, die Leistungen müssen wirksam und zweckmäßig und wirtschaftlich sein. Das sind die sogenannten WZW-Kriterien. Und das ist prima, aber was heißt jetzt wirtschaftlich? Krankenkassen hätten natürlich gern, dass es möglichst günstig ist, aber wir möchten nicht einfach eine billige Medizin machen. Ganz wichtig, dass wir eben darum belegen wollen, dass die Wirksamkeit unserer Behandlungen zweckmäßig ist und sich auch lohnt. Klar kostet sie, sehr selbstverständlich, jede Klinik kostet, jede Therapeutin hat einen Lohn, die Ärzte verdienen, das gehört in unser Gesundheitssystem, aber wir meinen eben, dieses Training muss geschult werden, so wie wir eben auch selber in die Schule gegangen sind und unsere Kinder das auch durften. Nun steht bei uns im Gesetz auch, die Wirksamkeit muss nach wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen sein. Also wir dürfen nicht irgendwie Wischiwaschi machen, sondern wir müssen belegen, dass das, was wir tun, auch begründet werden kann. Und das ist sehr anspruchsvoll und das ist aber eine reizvolle Aufgabe für Leute, die in der Rehabilitation tätig sind. Und ich war, das weiß Gott, lange und bin immer noch ein bisschen dabei, aber nicht mehr so wie früher natürlich. Früher, das war eben so. Es ist ja, Sie haben das immer schon auch gehört, dass man heute von Evidence-Based Medicine redet. Das heißt eben, man muss beweisen, dass das, was man tut, wirksam ist, nützlich ist. Aber ich finde immer wichtig, dass man sich auch fragt, kann man diese Evidenz, diese Zweckmäßigkeit unserer Behandlung nicht auch anders beschreiben als nur mit Zahlen? Ich bin eben ein Anhänger davon, die Patientinnen und Patienten zu befragen und ihren Geschichten zuzuhören. Nicht nur aufschreiben, wie groß sie sind und wie schwer und welchen Brustumfang sie haben und wie viele Tupfen im MRI des Gehirns, sondern wie all diese messbaren Faktoren sich in ihrem Leben auswirken. Und das gibt eine andere Haltung den Betroffenen gegenüber. Und die ist mir eben wichtig, dass wir nicht von der Person wegkommen, abstrahieren und nur uns noch auf Zahlen stürzen. Sie kennen ja solche Zahlen wie den EDSS, die Kurzschrittskala, wo beschrieben wird zum Beispiel die Gehfähigkeit und da, wenn man das bei vielen hundert oder tausend Patienten, die wir gesehen haben, aufführt, sieht man, dass es lange geht, bis jemand in der Gehfähigkeit so eingeschränkt ist, dass er oder sie ein Hilfsmittel braucht. Das wäre jetzt etwas, was man messen kann, das ist wichtig und nützlich und gut. Aber ich finde es interessanter, dass wir das Privileg auch spüren, dass wir mit MS-Betroffenen, mit Leuten zu tun haben dürfen. Hier zum Beispiel eine Frau, die ich natürlich, die mir sehr nahe gegangen ist, die ist mit 93 Jahren wieder zu mir gekommen,
weil sie sich bedanken wollte, dass ich sie 1981 so gut behandelt habe. Sie ist jetzt im Altersheim, aber damals 1981 war ich in der Rehabilitationsklinik in Montana. Und da war sie als Patientin mit Multipler Sklerose. Sie hat die Krankheit seit dem 18. Lebensjahr, ist jetzt 93, hat also wahrscheinlich die längste Krankengeschichte. Und was mir immer imponiert hat, sie ist nie mit Medikamenten behandelt worden, das ist das eine, aber vor allem, was mir imponiert hat, sie hat nie geklagt. Sie hat versucht, etwas draus zu machen, trotz dieser Krankheit. Und das ist ein Privileg, dass wir Leuten, also heute wäre es mit Maske natürlich, aber doch so nahe sein können und ihre Geschichten anhören und nicht nur vermessen, was sie haben. Und bei der MS ist es mir immer ganz wichtig, dass wir eben wissen, dass das, weil es multiple Veränderungen gibt, die wir im MRI sehen können, eben auch ganz verschiedenartige Ausfälle geben kann. Also hier sind sie englisch aufgeschrieben, das macht nichts. Also Sehstörungen, Gefühlsstörungen, Sensibilitätsstörungen, Schwindel, Gangstörungen, Ataxie, also ungeordnete Bewegungen, Lähmungen, Spastik, Depressionen, Schmerzen, Müdigkeit. Und für mich nun eben besonders wichtig das Wissen, dass diese alle zusammenhängen und sich gegenseitig beeinflussen. Ich möchte darum eben nicht Spezialist sein für Spastizität, sondern Spezialist für Betroffene mit Einschränkungen der neurologischen Fähigkeiten, Einschränkungen eben und eben der Möglichkeit, trotz dieser Einschränkungen etwas zu machen. Es gibt da einige Unterlagen dazu, die Englisch sprechenden. Jetzt ist zwar Weihnachten leider gerade vorbei, sonst hätten Sie sich natürlich dieses Buch gewünscht. Das ist unser Buch zur MS-Rehabilitation, Erholung der Funktion und Neurorehabilitation, das wir zusammen mit Freunden in Mailand und Alan Thompson in London und einer Vielzahl von Autoren über der ganzen Welt zusammengestellt haben. Aber es gibt viele andere Unterlagen dazu. Wichtig ist eben, das ist die kurze Zusammenfassung, dass wir, ups, da ist noch einen Schreibfehler, immer wieder unseren Alltag planen sollen. Und dann sollen wir Probleme erfassen und schauen, was mache ich mit diesen Problemen. Aber das gilt für alle von uns. Wir setzen uns Ziele. Und je nach den Zielen, die ich habe, setze ich meine Vorgehensweise, meine Therapien ein. Und die Ziele müssen geeignet sein, sie müssen passend sein. Also wenn ich jetzt sagen würde, ach, ich möchte berühmt werden, das ist kein Ziel, das können Sie nicht erreichen, wenn es es von sich aus ergibt, durch das, was Sie tun, umso besser. Aber grundsätzlich geht es um ein Trainingsprogramm, um Personen mit Einschränkungen, wie gesagt, das sind wir, haben alle Einschränkungen, auch unterschiedlich viel, um sie zu unterstützen, ihre Lebensaktivitäten zu erhalten oder, wenn sie es verloren haben, wieder zu erlangen. Das ist das Wichtige. Und ein guter Kollege und Freund hat ein besonders gutes Buch geschrieben zu diesem Resilienzfaktoren, das ich empfehlen möchte. Das ist der Gregor Hassler und das Buch heißt Resilienz, der Wir-Faktor. Er beschreibt eben sehr gut, wie wichtig es ist, dass man miteinander etwas macht, um Einschränkungen auszugleichen. Ich habe da eine Buchbesprechung dazu geschrieben und die Frau Huber wird dann sicher auch so nett sein, Ihnen auch dieses Buch zu empfehlen für Leute, die da Interesse haben. Grundlegend für die Rehabilitation ist eben, dass man versteht, es geht nur im Team, es geht nicht allein. Sie werden nie eine Tablette haben, Sie werden nie einen Guru haben, der Ihnen einfach diese Resilienz beibringt. Sie müssen selber etwas tun und sind im Zentrum selber von so einem Team. Und für uns ist es besonders schön, dass wir mit unterschiedlichen Berufsfähigkeiten miteinander etwas machen können.
Und das kommt nun entscheidend darauf an, wie man das macht, wie man dieses Team organisiert. Diese Spezialisten, nicht hier Logopädie, Ergotherapie, Physiotherapie, Sprachbehandlung, die sind alle Spezialisten und die können zum Beispiel in ihrem Bereich natürlich viel mehr als ich. Und wenn ich jetzt als Chef einfach denen Befehle erteile, dann wird das Team nicht funktionieren. Man muss das miteinander machen. Darum ist eben das entscheidend Wichtige, wie wir im Team miteinander reden und rapportieren, also wie wir den Gedankenaustausch pflegen. Klar ist, dass der Patient und die Betreuerin im Zentrum stehen. Und nun geht es ein System, wie wir vorgehen. Und das machen wir in der Klinik immer so. Am ersten Tag kommen die Betroffenen in die Klinik, werden vom Arzt und den Therapeutinnen untersucht und immer am Eintrittstag um 4 Uhr gibt es einen Rapport, eine Besprechung, wo man beschreibt, was man gefunden hat. Und dann setzt man die Ziele und das macht man mit den Betroffenen zusammen, die Therapeutinnen, die Ärzte und die Pflegenden, setzt die Ziele und setzt nach diesen Zielen einen Therapieplan auf. Und das ist nun ganz wichtig, dass das realistisch ist und davon rede ich nachher gleich noch. Und im Therapieplan steht schon drin, wann wir evaluieren, also beurteilen werden, ob diese Ziele erreicht worden sind. Das war bei uns immer auf der Chefvisite. Jede Woche waren alle Patientinnen und Patienten von der Equipe wieder gesehen worden, speziell darauf hin, ob diese Ziele erreicht worden sind. Wenn ja, gut. Wenn nein, passt man die Ziele an und macht nachher mit einem anderen Therapieplan weiter. Und so geht das durch bis zum Ende der Rehabilitation. Also, die Patientinnen und Patienten müssen ihre Bedürfnisse und Ziele beschreiben. Und ich finde nun besonders wichtig, dass man realistische Ziele setzt. Also nicht einfach ein Patient, der sagt, ach, wissen Sie, Herr Doktor, ich will einfach wieder gesund werden. Das ist zu viel verlangt, das kann ich nicht. Aber wir können realistisch sagen, jetzt ist Ihre Gehfähigkeit eingeschränkt. Was machen wir, dass Sie bis nächste Woche so und so viel weitergehen können? Dann sagen wir, wie weit, dann können wir nächste Woche schauen, wurde dieses Ziel erreicht. Oder das gilt im Bereich der Aktivitäten des täglichen Lebens oder im Bereich der Kommunikationsfähigkeit oder auch im sozialen Bereich. So gehen wir vor miteinander. Wie gesagt, diese Ziele sollen klar und sinnvoll sein und sie sollen realistischerweise erreicht werden können. Also ich kann für mich auch nicht das Ziel setzen, also nächste Woche möchte ich Schumann-Cello-Konzert aufführen. Das geht nicht. Ich muss lang üben darauf hin und werde das nie so gut können wie gewisse andere Leute, aber ich kann so gut, dass ich selber Freude daran habe. Und wir finden halt auch, diese Ziele sollen messbar sein, damit man eben auch besser dann beurteilen kann, was die Therapie wirklich gebracht. Und ich habe da nur aufgeführt, dass wir in ganz verschiedenen Bereichen therapeutisch tätig sind, Bewegung, Gang, dann auch im neuropsychologischen Bereich, Sprache, Schlucken, Blasendarm, Alltagsaktivitäten bis hin zum Sozialen. Das ist ganz wichtig, dass wir daran denken. Und eben nicht die Ausrede suchen nach ein bisschen herumhocken, das wird schon genügen. Das genügt eben nicht. Wir wissen das eben, Inaktivität ist ein echtes Risiko. Es ist eigentlich toxisch, wenn man nichts macht. Es vergiftet das Hirn. Ich gehe da nicht im Einzelnen drauf ein, sondern komme nur auf eine alte Studie zurück, die wirklich viel bewirkt hat. Wir haben damals mit einem sehr netten und fähigen jungen Kollegen, der zuvor Sportwissenschaft studiert hat, bei MS-Patientinnen und Patienten damals, also vor
mittlerweile bald 20 Jahren, eine Studie gemacht, die wirklich wichtig geworden ist, weil sie gezeigt hat, doch, man kann auch mit so einer Krankheit wie MS etwas machen, wenn man richtig trainiert. Das haben wir bewiesen und das ist dann auch wirklich umgesetzt worden. Weil früher hatte man oft gesagt, ach, das ist eine langdauernde chronische Krankheit, da kann man nichts machen. Da soll man doch die Patientin ins Bett legen und sie ihnen gut zureden. Und wir sind eben der Überzeugung, dass das Aktivsein wirkt, weil wir aus anderen Studien wissen, dass das tatsächlich etwas bringt und gefahrlos möglich ist. Natürlich muss dieses Training maßgeschneidert sein. Es kann nicht, wie gesagt, ich kann jetzt nicht diese schweren Konzerte alle spielen, sondern mich dem annehmen. Wir können auch Hilfsmittel brauchen, wie hier, das war die erste Studie mit dem Lokomat. Aber wie gesagt, das Hilfsmittel selber ist nicht die Therapie. Das ist das Gleiche wie ich als alter Mann brauche eine Brille zum Lesen, aber die Brille selber, die liest nicht. Ich muss das machen und kann das Hilfsmittel einsetzen, um es besser zu machen. Und diese Hilfsmittel werden verbessert und gerade an unserer Klinik wurde da viel entwickelt. Auch jetzt bei den Jungen, die bei uns sind, die machen das prima. Aber wie gesagt, es ist nicht das Hilfsmittel, das das Training ausmacht. Wir haben noch andere Auswirkungen geprüft. So sagen uns noch viele MS-Betroffene, sie haben nicht gern, wenn es zu warm ist. Sie haben nicht gern ein warmes Bad oder wenn es draußen heiß ist, verstärkt sich ihre Müdigkeit, sie können weniger gut funktionieren. Wir können das gut begründen, aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber wir haben es wirklich gewagt, mit diesen netten Patientinnen und Patienten, die sich zur Verfügung gestellt haben, sie in ein Kältebad zu legen. 15 Grad, wir sind halt in den Bergen. 15 Minuten drin sein und konnten dann zeigen, dass es ihnen wirklich besser geht. Und das war natürlich nur möglich, weil die so nett waren, für diese Studie zur Verfügung zu stehen. Wir konnten dann wirklich zeigen, bevor es in diesem Kältebad war, konnten die MS-Betroffenen hier, die MS-Betroffenen, nur etwa ein Drittel der Muskelaktivität aufbringen und nach dem Kältebad waren sie fast gleich gut wie die Kontrollpersonen. Und das waren im Fall wir. Also jeder von uns, der da mitmachen wollte, musste selber in dieses kalte Bad legen, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Aber das war wirklich ist jetzt eine ältere Arbeit, aber die war entscheidend wichtig, um das zu belegen. Das Wärmeempfinden, gerade bei Multipler Sklerose, wird nach diesem Berliner Augenarzt Wilhelm Uthoff benannt. Das haben wir immer beschrieben. Und wir haben daraus dann auch Konsequenzen gezogen und so Kühlhosen und Kühlkleider entwickelt und wirklich zeigen können mit diesen Kältekleidern, die man schön verstecken kann. Funktionieren die Patienten messbar besser, punkto Kraft, punkto Geschicklichkeit etc. Jetzt die neueren Kleidungen sind etwas eleganter und das hat uns dann auch einige Preise eingebracht. In letzter Zeit haben wir vor allem untersuchen wollen, wie der Schlaf bei MS-Betroffenen verändert ist, vielleicht durch die Krankheit. Gerade auch deshalb, weil ja so viele über diese Müdigkeit oder Fatigue klagen, haben wir uns gefragt, ob der Schlaf bei MS-Betroffenen gestört ist. Und das ist er in vielen Fällen sicher, aber nicht einfach wegen der Gehirnfunktion, sondern auch wegen Blasenstörungen, wenn man mehrfach aufstehen muss nachts, oder wegen der Spastizität oder wegen der Medikamente. Jedenfalls möchten wir auch im Folgenden eben die Schlafstörungen und vor allem die Erholung der Schlafstörungen besser erfassen und haben dazu so eine Schlafmütze konstruiert mit diesen jungen Technikern. So können wir eben Schlafveränderungen besser messen. Und zwei junge Frauen haben da mitgeholfen, diese Studien zu machen und die sind jetzt auch publiziert und gerade vor einem Monat ist noch eine neue Arbeit publiziert worden.
Uns geht es eben darum, wir, das ist jetzt noch auf Englisch, aber das ist auch so entwickelt worden, wir interessieren uns als Rehabilitationsmedizin und nicht nur für die Körperfunktionen und Strukturen, sondern vor allem, wir interessieren uns für die Aktivitäten, die trotz dieser Einschränkungen möglich sind und vor allem, wie diese Aktivitäten, hier heißt es Participation, wir haben lange studiert, wie man das auf Deutsch am besten sagt, ob Teilnahme oder Teilhabe am sozialen Leben, aber Sie verstehen, wie uns interessiert, wie man am sozialen Leben trotz diesen Einschränkungen oder dieser Einschränkungen teilnehmen kann und mitmachen kann. Und es ist ja jedem klar, dass Umweltfaktoren eine Rolle spielen, also wie man aufgehoben ist im Sozialen, wie die Barrieren sind in den Gebäuden und so weiter. Und persönliche Faktoren, also wie viel man in der Geschichte erlebt hat. Also mir ist das eben wichtig, dass man immer die ganze Person vor sich sieht, mit ihr in Kontakt ist, ob mit oder ohne eine solche Krankheit wie der Multiple Sklerose. Das bringt mich hier zum Ende. Ich hoffe, ich konnte Ihnen diese Überzeugung vermitteln, dass wir Grund haben, weil wir dieses Wunderwerk Gehirn in uns tragen, dass wir damit etwas machen können und dass wir etwas machen sollen und dass das besser gelingt, wenn wir gute und wohlwollende Helfer und Helferinnen um uns haben. Die können in der persönlichen Umgebung sein, in der Familie, in der Nachbarschaft oder eben bei Therapeutinnen und Therapeuten. Herzlichen Dank. Und wenn Sie jetzt Fragen an die Frau Huber gerichtet haben und ich diese dann mitbekomme, dann werde ich gern versuchen, die zu beantworten. Ja, und das ist mein Startschuss, Herr Professor Kesselring, dass ich mich jetzt auch wieder zuschalte. Erstmal herzlichen Dank für Ihren informativen Vortrag. Es gab eine Frage auch nochmal, dass es sehr viel Input jetzt war, was Sie gegeben haben und ob es eventuell möglich ist, Ihre Folien zu bekommen im Nachgang. Ja, das kann man schon machen. Also es ist oft so, dass man die Folien ja dann ohne Kommentar nicht gleich gut interpretieren kann. Und was immer etwas heikel ist, wenn diese Folien weitergegeben werden, ohne Kommentar. Dann würde ich vorschlagen, was Sie auch im Vortrag schon erwähnt haben, Sie haben uns ja nochmal Texte auch zur Verfügung gestellt. Ja. Die Teilnehmer vom Webseminar bekommen die sowieso automatisch auch den Literaturhinweis noch, auf den Sie da nochmal verwiesen haben. Okay. Es gibt sogar einen Text, der ist zwar in englischer Sprache geschrieben, aber den wollten wir auch nicht vorenthalten. Ich denke, es gibt dann doch den einen oder anderen, der englischen Sprache auch gut mächtig ist. Ich denke, die profitieren auch davon, gell? Ja. Ja, okay. Dann würde ich gerne nochmal, also es gab wohl etwas Probleme beim Facebook-Start, habe ich jetzt gerade nebenher erfahren. Das ist schade, es hat wohl nicht zum Beginn auch über Facebook starten können, über dieses Streaming. Es war etwas zeitversetzt, aber ich möchte trotz allem auch alle, die in Facebook sind, auch ermuntern. Sie können jederzeit auch Fragen einstellen, die werden auch an mich weitergeleitet. Und auch die, die sonst jetzt übers Webseminar da sind, die können ja über die Chat-Funktion dann die Fragen einstellen. Ich habe jetzt hier, Sie haben ja so schön beschrieben, nochmal mit dem Herzschlag dieses Beispiel. Können Sie sich erinnern, da fragt jetzt jemand nochmal, ob dieses Drittel des Tages Aktivität, ein Drittel Aktivität und zwei Drittel Ruhephasen, ob das auf den gesamten Tag gesehen ist oder auf die Zeit, wo man aktiv ist. Also ja. Mein Beispiel ging natürlich nur darum zu sagen, man soll selber steuern und soll unbedingt bedenken, dass man nicht nur aktiv sein kann. Ich weiß, es gibt ja Leute, die brüsten sich damit, dass sie nur 4 Stunden Schlaf brauchen und sausen in der Welt herum. Aber das geht für einzelne Personen vielleicht, aber für uns Durchschnittsleute nicht. Man muss das einteilen
und muss eben für sich selber das richtige Maß finden. Es gibt ja zum Beispiel Eulen und Lerchen bei den Schläfern. Die einen schlafen halt länger, die anderen stehen früh auf, die anderen gehen früh zu Bett. Und da muss jeder und jede für sich selber finden, was am besten geeignet ist. Ich glaube grundsätzlich nicht, dass Sie eben zum Beispiel 8 Stunden am Tag aktiv konzentriert an irgendeiner Arbeit dran sein können ohne Pausen. Das müssen Sie gut einbauen und auch schauen an einem Arbeitsplatz, dass die Umgebung so gestaltet ist, dass eben das Einhalten von Pausen möglich ist, mit dem Wissen, dass man dann nachher eben wieder besser arbeitet. Aber das sind sehr schwierige Abwägungen. Da möchte ich also nicht einem Einzelnen, den ich nicht kenne, eine Regel vorschreiben. Aber empfehlen, über sich selber nachzudenken und zu spüren, wo es einem am besten geht. Okay. Dann kommt, war noch eine Frage, wie sollen wir das Gehirn trainieren? Gehirnjogging scheint nicht ausreichend zu sein. Okay, das andere ist, glaube ich, schon eine neue Frage, die sich dazu geschoben hat. Machen wir das als separate Frage? Also ich weiß halt nicht genau, was Leute unter Hirnjogging verstehen. Aber aus der Schule weiß ich noch gut, dass eben das Lernen etwas Nützliches ist. Und das machen halt nicht alle gern. Also man kann sich ja fragen, wann habe ich letztmals wirklich etwas gelernt, was ich vorher nicht konnte. Und das lohnt sich, das immer wieder zu versuchen, etwas zu lernen, zum Beispiel eine Fremdsprache. Und da muss man auch wieder realistisch sein, dass man nicht sagt, ich will jetzt im Frühling nach Paris und dann muss ich Französisch können. Das wird nicht funktionieren, diese Art Training. Sondern man muss dann wissen und eben wieder mit Profis, Helfern dazu, was braucht es, um eine Sprache zu beherrschen. Und dann gibt es verschiedene Stufen. Sie wollen zum Beispiel ein Bier bestellen können in Paris, dann können Sie auf diese Stufe hingehen, ein Brot kaufen oder Sie möchten dann ins Theater gehen können und verstehen, dann werden Sie viele Monate oder Jahre mehr brauchen, um das zu lernen. Aber es ist eben möglich und es ist auch im hohen Alter möglich. Es ist sicher schwieriger, aber es ist möglich. Und man muss, das finde ich so wichtig, die Lernbedingungen einrichten, dass sie einem am besten entsprechen. Nicht wahr? In der Schule hatten wir es einfach. Da waren diese lieben Mitschüler. Den einen wollte man imponieren, die anderen hatte man so gern und dann hat man sich ausgetauscht. Das war eine spezielle, lärmfreundliche Umgebung. Wenn man noch eine gute Lehrerin hatte, umso besser. Und jetzt, heute im Alltag, ist das eben nicht mehr gerade so vorgegeben. Darum muss man sorgfältig schauen, wo man etwas lernen kann und eben auch wissen, was man lernen möchte. Und zwar von Unbekanntem auch. Und diese Art Hirnjogging finde ich das Beste. Also gerade eben auch Gedächtnistraining ist etwas Wertvolles und jeder weiß natürlich, dass er eher etwas behalten kann im Gedächtnis, was ihn auch emotional betrifft. Also in dieser Art würde ich etwas tun. Oder wenn Sie ein Hobby haben, zeichnen, stricken, wenn Sie es trainieren, können Sie aus allem, aus jedem Bereich etwas machen. Es gibt einen besonderen Dank für den schönen Vortrag von der Teilnehmerin, also Teilnehmer. Ich frage mich, ob kurzes, intensives Training oder Intervalltraining besser geeignet ist und ob es einen Unterschied macht, ob ich joggen gehe oder eine komplexe motorische Tätigkeit wie Tanzen verrichte. Das weiß ich natürlich nicht genau. Also da gibt es auch keine Studien genau dazu. Ich kann nur sagen, dass das Joggen selber sehr komplex ist und dass das Tanzen natürlich noch eine zusätzliche Dimension hat, weil man mit einer Partnerin ist oder einem Partner, je nachdem. Und darum diese soziale Dimension noch anders ist als beim einsamen Joggen. Aber der Ablauf selber ist so komplex. Sie sehen es auch dran, Sie können bis heute noch fast nicht einen Computer dazu bringen, richtig
zu joggen oder sich so zu bewegen, auch wenn sie sehr viel können. Aber der Ablauf ist enorm anspruchsvoll. Oder wenn sie eben ein Instrument üben oder wenn sie Gesang richtig üben, haben sie zum Beispiel, wenn sie in einem Chor sind, noch die Zusatzmotivation im Chor, die Kollegen nicht zu brüskieren, weil sie es nicht gut können, sondern sind sie motiviert, das besser zu machen. Das ist sowieso eine Grundanforderung für alles, was man macht, dass man eben die Motivation hat und behalten kann. Aber gilt für uns alle, ja, auch. Es ist noch eine Frage, Herr Professor Kesselring, ob man sie auch persönlich antreffen kann. Ja, halt mit Also Mundschutz. für ein persönliches Gespräch. Ja, das kann man gern. Also ich bin jetzt eben als Chefarzt bin ich pensioniert, aber ich gehe noch so einen Tag, morgen zum Beispiel, pro Woche gehe ich in die Klinik und sehe Patientinnen und Patienten, aber ich mische mich überhaupt nicht mehr in die Abläufe der Klinik ein. Okay, Nein, aber als Arzt tätig bin ich schon. ja, okay, gut. Ja, im Moment sind noch gar keine neuen Fragen da. Also ich würde jetzt einfach die Teilnehmer auch noch mal ermuntern, Und einfach die vielleicht habe ich Chance. auch zu viel schon gesagt. Das Ah, aber jetzt. Also war da bei der Folie mit der EDSS-Beschreibung und den Angaben RR und PR die ja. primärprogrediente bzw. die schubförmig remittierende MS gemeint? Ja, genau. Gell? Ja. RR ist halt der englische Ausdruck, den man für Relapsing Remitting braucht, aber gemeint ist eben schubförmig mit Remissionen, also Zurückbildung der Symptome. Das ist gemeint. Ja. Okay. Okay. Gut, ja, ich warte noch ein klein bisschen. Die Teilnehmer sind vielleicht auch noch am Überlegen, sind auch mal mit dabei. Oder vielleicht sind Sie einfach zufrieden. Ja, das ist ja auch gut möglich. Ja, also für mich war einfach nochmal für mich selber auch das Wunderwerk unseres Gehirns, Ja, das wohl, wie Sie finde das geschildert haben. Und auch aber nochmal so dieses Zusammenspiel, was ja auch in der Reha ist, zwischen dem, dass jeder Einzelne aussieht, was kann er, also dass seine eigenen Einstellungen so wichtig sind, gell? Und dass er dazu gute Unterstützer braucht. Ich denke, das war sehr, sehr toll beschrieben, auch von Ihnen, gell? Dass das ein Training, dass ein Üben wichtig ist, was auch in unserem Gehirn passiert, auch dieser Mut der Veränderung, die immer auch irgendwie möglich ist, altersunabhängig, finde ich eine ganz tolle Sache. Aber dass man eben auch die Unterstützer braucht, vielleicht um das richtige Maß nochmal zu finden Genau. und das immer wieder so zu reflektieren. Jetzt kommen nochmal ein besonderer Dank. Vielen Dank, wunderbar, das bezeichnet. Aber jetzt kommen doch auch Fragen. Jetzt, ich denke, manche haben jetzt einfach für sich auch noch mal gucken müssen, was beschäftigt mich denn noch mal, gell? Da kommt jetzt noch mal, doch können Sie die Aussage dieser erwähnten Folie noch mal erläutern? Ich denke, es beschreibt sich noch mal um diese Folie mit dem EDSS. Aha, EDSS ist eben so ein Maß für die Funktionsfähigkeit. Und er misst vor allem, wie gut man gehen kann. Und auch darum gibt es so eine Treppe, dass mit der Zeit kann man in verschiedensten Fällen, in vielen Fällen von Multipler Sklerose weniger gut gehen. Und eben von einem Wert von EDSS etwa 6 braucht man dann ein Hilfsmittel für die Gehfähigkeit. Und bei dieser Treppe ist auch angegeben, wie lange es geht, eben etwa 20 Jahre, bis man eben von der Diagnose bis dann, wenn man ein Hilfsmittel braucht, und das sind Durchschnittswerte, es gibt natürlich solche, die, bei denen das schneller erreicht ist und solche, die noch länger eben keine Hilfsmittel brauchen. Aber ich finde es eben noch wichtig,
dass man nicht die Gehfähigkeit, nur weil sie einfacher zu messen ist, als das Maß dafür nimmt, wie es den Leuten geht. Es gibt eben noch viel, viel mehr dazu, aber es gibt so ein grobes Maß für den Verlauf. Ja. Gut, es gibt eine Frage. Das eine war jetzt das Thema Kälte. Schreibt man, hat er erstanden? Das ist jetzt ein Begriff. Aber wie stehen Sie zum Thema Sauna? Fragt jemand. Ja. Also verstanden hieß das wahrscheinlich. Ja, genau. Die Sauna, das wurde in Finnland gut untersucht. Die ist nirgends nachgewiesen, dass sie einen nachteiligen Effekt hätte. Aber das merken die Leute selber ja schon, ob es ihnen gut tut oder nicht. Nach allen Studien, die ich kenne, müsste man keine Bedenken haben, in die Sauna zu gehen. Also man wird sicher nicht einen bleibenden Schaden durch den Saunabesuch erleben. Aber wenn man merkt, dass es einem nicht gut tut, dann geht man eben nicht. Ich glaube natürlich auch nicht, dass so etwas einfach passiv dann auch ein Heilmittel ist. Also wenn ich in die Sauna gehe, dann geht es mir gut. Für uns mag das schon so sein, aber das ist nicht generell als Heilmittel brauchbar. Es gab nochmal die Frage nach dieser Folie mit diesem EDSS-Score und die Frage, ob man dies noch einmal sehen könnte. Wäre das möglich? Die ist da, ja. Sehen Sie das jetzt wieder? Im Moment noch nicht. Ich denke, Sie müssen noch auf Teilen gehen oder Bildschirm teilen. Ach da. Jetzt kommt sie, oder? Ja, nein, ja, aber die Folie, das ist noch überlagert jetzt. Das ist noch nicht die richtige Folie. Die da? Ja, jetzt, genau. Eben, also, wenn man auf dieser Skala, die geht von 0 bis 10 eigentlich. Und wenn man eben von 0 bis 1, da ist man beweglich, gut beweglich, nachher vielleicht etwas weniger, läuft langsamer. Und ab etwa 6 braucht man ein Hilfsmittel, eben einen Stock. Ab 7 braucht man einen Rollstuhl. Ab 8 nennt man, wenn jemand im Bett ist, 8 bis 9 so. Und da sieht man eben, dass bei der schubförmigen durchschnittlich der EDSS-Grad von 6 nach 22 Jahren erreicht wird. Bei der primär progredienten, die beginnt aber später, wird diese Einschränkung der Gehfähigkeit früher erreicht, also schneller nach Diagnosebeginn. Aber weil diese primär Progredienten, wie sie auch heißen, eben später begonnen haben, haben sie früher eben weniger gehabt. Also, aber das betrifft nur die Gehfähigkeit, aber das ist eben ein Maß, wie man die Einschränkung der Funktionen bei der MS bemisst. Ja, also da kam auch kleine direkte Frage nochmal dazu. Kann man auch später diesen EDSS noch verbessern? Ja, also das ist das Ziel der Rehabilitation. Und das kann man regelmäßig belegen. Das haben wir in verschiedenen Studien auch gezeigt, dass durch die Rehabilitation eine Verbesserung der Gehfähigkeit erreicht wird. Und wir haben es in unserem Zentrum so als Daumenregel wirklich überzeugend sagen können, man kann durch 3 Wochen Rehabilitation bei der MS die Gehstrecke etwa verdoppeln. Das ist so ein Maß. Also wenn Sie 20 Meter gehen können, bei Eintritt können Sie beim Austritt sicher 40. Oder wenn Sie 1 Kilometer gehen, gehen Sie nachher 2. Also das ist so ein grobes Maß. Okay. Dann gibt es zwischendrin wieder einen Dank an Sie, eine sehr gute Veranstaltung und herzlichen Dank. Danke. Dann eine Frage noch dazu, was können Sie zur Regeneration des Myelins sagen, also zur Förderung? Ja,
Also da wird ja lang gesucht. Also Sie begreifen offenbar ganz richtig, dass eben die Multiple Sklerose, dieses Myelin, eben die Isolationsschicht um die Nervenzellen, um die Nervenfasern herum angreift und dadurch die Leitfähigkeit dieser Drähte, quasi dieser Neuronen, eingeschränkt wird. Und man sucht natürlich immer nach Methoden, dieses Myelin wieder aufzubauen. Und das versucht man zum Beispiel auch mit Stammzelltherapien, ist aber meiner Meinung nach noch nicht genügend ausgereift. Aber das kann man schon noch, wird man verbessern können. Man hat natürlich auch Hemmungen, allzu viel solche Stammzellen einzubringen, die dann selber ohne Kontrolle quasi sich vermehren. Für die Produktion von diesem geschädigten Myelin wäre das schon wichtig, aber dass man das dann noch steuern kann, dass sie nicht plötzlich übermäßig sich vermehren, das ist immer noch sehr heikel. Aber da gibt es etliche Gruppen, die sehr intensiv daran forschen. Aber wir sind leider noch nicht so weit, dass wir diese Forschungsergebnisse direkt in die Therapieanwendung bringen könnten. Eine ganz andere Frage dazwischen, die Klinik Leubel. Ich denke, sie ist sicher von einem MS-Betroffenen aus der Schweiz. Ist diese Klinik mit der von Ihnen beschriebenen Arbeit vergleichbar? Ich weiß nicht, ob Sie das wissen. Also Leubel, das ist dort in Berchtesgaden, wo der Peter Rickmann ist, oder? Doch, der war ja Das. lange in Würzburg Jetzt, okay. und dann später in Vancouver und ist zurückgekommen nach Bamberg und ist jetzt eben in Leubel. Und da war ich kurz, nachdem er dort angefangen hat und habe auch dort berichtet, so wie wir in Valenz das machen mit der Reha. Ich glaube schon, dass die sehr ähnlich sind. Es gibt ja eben in Deutschland ganz gute Reha-Kliniken. Mir ist eben am besten vertraut das Bad Wildbad bei Peter Flachenecker, wo eben die Amsel auch so engagiert war, oder die Klinik Bad Aibling in Bayern. Es gibt ja viele, Sie haben sicher Listen von denen, aber Leupel ist sicher auch sehr gut. Es kommt ja immer auf die Therapeutinnen an, vor allem und das Zusammenspiel zwischen Ärzten und Pflege und Therapien. Und vor allem, wie man eben diese Rehabilitationsphilosophie überbringen kann, damit die Leute selber etwas machen wollen. Es gibt hier eine Frage zu den Schlafproblemen. Hat es die Studie schon aus dem Kükenstatus geschafft? Also kann man irgendwo bei einer Praxisklinik eine Untersuchung damit machen? Das wüsste ich nicht. Also wir haben das eben in verschiedenen Studien gemacht, aber ich glaube, jetzt laufen auch nicht weitere Studien diesbezüglich bei uns. Aber es ist etwas, was ich sehr empfehlen kann, dass auch andere Einrichtungen, wo eben geforscht wird mit MS-Betroffenen, wo eben die Betroffenen auch bereit sind, sich für solche Studien zur Verfügung zu stellen, dass man sich dem Thema Schlaf noch weiter widmet. Ich hätte auch nicht nur bei der MS, sondern auch zum Beispiel beim Schlaganfall noch mehr interessiert, wie sich das Traumerleben bei solchen Leuten, die so etwas durchgemacht haben, verändert hat. Also ob zum Beispiel bei einem Schlaganfall, wo es ja ist etwas anders als die MS, aber immerhin, wo etwas akut sofort sich verändert an der Hirnfunktion, ob das sich gerade in den Träumen umschlägt. Ich habe das bisher bei denen, die ich befragt habe, aber nicht so systematisch, aber immerhin viele, viele Leute, gesehen, dass zuerst das Traumerleben noch nicht so verändert wird und dass es lange Zeit braucht, bis also sozusagen der Schlaganfall oder die daraus resultierende Halbseitenlähmung ins Traumgeschehen eingebaut wird. So wie jetzt heute ja, das habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört, die Covid-Erkrankung ins Traumgeschehen Eingang findet. Also ich selber habe das auch schon so, dass ich träume von Leuten, die eine Maske tragen. Das finde ich sehr interessant, sich zu fragen, wie viel von dem, was in der Außenwelt geschieht,
kommt in mein Inneres herein und was bedeutet es, ob es hereinkommt oder nicht. Darum wären solche Fragen wirklich der Mühe wert, weiter geklärt zu werden. Okay. Dann gibt es wieder einen Dank für den anregenden Vortrag und auch die Antworten auf die Fragen und für das langsame Sprechtempo, auf das Sie zu Beginn ja schon hingewiesen haben. Ein bisschen schneller sprechen, aber das verstehen Sie überhaupt nicht mehr. Also es sagt jemand, das macht es einfach leichter, dem Inhalt zu folgen und vielen Dank. Dann war hier, habe ich es richtig verstanden, die Aussage, dass bei geeignetem Training im ganzen Leben ein Umbau des Gehirns möglich ist, ja, die auf viele, wenn nicht gar alle Fähigkeiten, also nicht nur kognitive Fähigkeiten, sondern auch zum Beispiel motorische Fähigkeiten. Ja, das ist sicher so. Es ist natürlich klar, dass im Alter gehen gewisse Funktionen verloren, aber auch deshalb, weil man sie nicht mehr trainiert. Also ich kenne viele Leute, die dann sagen, oh, habe ich Alzheimer? Ja, ich vergesse, früher habe ich doch immer alles gewusst. Stimmt ja nicht. Sie haben auch früher nicht immer alles gewusst, aber sie hatten immerhin noch mehr Speicherkapazität, weil noch nicht so viel drin war. Und das Problem bei vielen alten Leuten ist, dass sie halt überhaupt nichts mehr trainieren. Oder sie spulen einfach den Alltag ab, aber sie lernen nichts Neues mehr. Und das ist ein Problem. Darum glaube ich sicher, das ist auch aus Erfahrung, dass man lang, ich weiß jetzt nicht wie lange, aber bis 70 kann man offensichtlich neues Zeug immer wieder lernen. Okay. Aber nicht also, gratis, nicht gratis. Ja, genau, das, was Sie auch vorhin gesagt haben, ohne Üben ist nichts automatisch. Okay. Dann ist zum EDSS-Score nochmal, ich habe so gut wie keine Mobilitätseinschränkung, aber Schmerzen und Fatigue und etc. Der EDSS-Score bleibt trotzdem trotz dieser erheblichen Einschränkungen immer bei 2. Also das kommt bei uns auch oft mal an, gell? Das ist darum sage ich eben, der EDSS ist einfach ein kleines Maß vom Ganzen. Aber es wäre nicht richtig, wenn man sich nur auf dieses Maß stützt. Das wäre gleich, wenn ich die Frau Huber beschreiben würde, sie hat einen Blutdruck von 120 auf 80. Das ist jetzt die Frau Huber, das ist nicht so. Ja, also bei uns kommt es auch immer mal wieder mit dem Thema Schwerbehindertenausweis an. Ja. Dass da einfach die anderen Einschränkungen oft nicht ausreichend gewürdigt sind und man sich da vielleicht auch auf den EDSS stützt, gell? Ja, das ist ganz wichtig, nicht der EDSS, wie wir jetzt gesehen haben, ist relativ einfach zu bestimmen. Ich kann die Leute laufen lassen und schauen, dann schneller, schneller und dann haben sie das gemacht. Aber damit habe ich die Person überhaupt noch nicht erfasst. Und das ist natürlich die ärztliche Kunst, dass man das dann abwägen kann. Es gibt ja dann auch die Leute, die Drückeberger sind, nicht wahr? Und sagen, oh, ich bin so müde, so müde. Und dann das abzuwägen gegenüber denen, die wirklich eben unter dieser Müdigkeit so leiden, dass sie eine Einschränkung haben, das ist sehr anspruchsvoll. Und es wäre ein Unsinn zu sagen, ja, die hat ja EDSS von 2, also hat sie keinen Anspruch für eine Kompensation, also für einen Ausgleich für ihre eingeschränkte Arbeitsfähigkeit. Das sind ganz schwierige Aufgaben. Also, und da sind wir gefordert und darum bin ich auch sicher, auch da, wenn ich Freude habe am MRI und am Liquopunktion, das macht nicht der Umgang aus mit den Betroffenen, sondern wie man ihnen als Person begegnet. Noch eine andere Frage, wie oft ist eine Rehabilitation sinnvoll? Ja, das kommt halt wieder drauf an. Wir haben so als Regel empfohlen über die Jahre und Jahrzehnte einmal im Jahr 3 Wochen, 3 bis 4 Wochen. Wir haben eine Studie noch gemacht, als ich noch dort war, die gezeigt hat, dass die 4. Woche oft besonders viel bringt. Aber das müsste man noch systematischer untersuchen. Und man muss aber das eben gut begründen, weil die Krankenkassen, das habe ich ja viel auch gehört, dass es auch Zyniker gibt, die sagen, ja, so ein bisschen Turnen tut jedem gut und einfach bezahlte Ferien in der schönen Gegend von Valence
und diese besonders netten Therapeutinnen, das hat ja jeder gern. Und das ist eben schon mehr. Ja. Und das ist anspruchsvoll, das gut zu belegen. Aber wissen Sie, mir kommt das vor, es wurde auch nie in einer Studie belegt, dass die Schule etwas nützt. Aber es ist ja jedem klar, dass die Kinder besser dran sind, wenn sie eine Schule gemacht haben, als wenn sie keine Schule machen. Aber es wurde nie in einer Doppelblindstudie studiert. Oder ob man Fußball, was ist bei Ihnen, VfB Stuttgart, die Hälfte darf trainieren und die andere Hälfte nicht. Und dann schauen, wer besser ist. Es ist eben klar, dass die Trainierten besser sind. Jetzt würde ich zwischendrin die Teilnehmer bitten, keine weiteren Fragen mehr einzustellen. Ich habe gerade mit dem Blick zur Uhr, es ist jetzt 19.20 Uhr, es gibt auch noch ein paar Fragen. Ich denke, es wird sonst zu lang wir wollten somit mit dem Ziel 19.30 Uhr dann doch auch zum Ende kommen. Da gibt es noch eine Frage, impulsives Verhalten, seinen Kopf durchsetzen, weil es vor der MS auch so ging. Ist das schädlich? Ja, das kommt halt auch wieder aufs Umfeld an. Wenn man jetzt eine Partnerin hat, die das cool findet, dann kann es ja schon recht gehen. Aber in den meisten Fällen ist so eine Sturheit eine Charakterweise, die man besser ein bisschen trainiert, damit sie sozial besser verträglich wird. Sehr schwierig, aber wie halt alle Charaktereigenschaften sehr schwierig zu trainieren sind. Okay. Dann hier noch neben der allgemeinen Notwendigkeit einer abwechslungsreichen Ernährung, also kein Fastfood etc., über den Valenz, habe ich es richtig ausgesprochen? Ganz auch darauf behandelt. Also werden bestimmt Nahrungsmittel bevorzugt oder abgelehnt, was die Unterstützung der Regeneration der Hirnzellen angeht? Ja, ich habe halt immer gefunden, es gibt keine Diät, die Sie unbedingt machen müssen als MS-Betroffener. Und es gibt keine Diät, die Sie unbedingt vermeiden sollen. Aber dass Sie aufmerksam sind in Bezug auf die Ernährung, das ist ganz wertvoll. Aber das gilt für uns alle auch. Aber es ist ja jedem klar, dass er, wenn er einen dicken Ranzen hat, dass er sich weniger gut bewegt, ist ja jedem klar. Und dass man darauf achtet, ist gut. Wir essen meistens sowieso zu viel und zu fettig und zu viel Zucker. Und dass man darauf achtet, das ist ganz wichtig, aber nicht so streng, dass man sagt, also wenn du früher mehr Gemüse gegessen hättest, dann hättest du jetzt keine MS. So darf man Leute nicht unter Druck setzen. Aber dass man sorgfältig darauf achtet, ist ja klar auch, dass das Rauchen ungesund ist, weiß ja mittlerweile auch die Mehrheit der Bevölkerung. Und das hat man selber auch in der Hand. Oder dass man nicht zu viel Alkohol genießen soll, weil das die Beweglichkeit halt einschränkt. Das weiß man und da soll man etwas damit machen. Es geht eben genau um diese Sorgfalt. Darum bin ich froh um die Frage. Aber die Antwort kommt nicht daher, dass ich sage, das dürfen Sie und nur das und das auf keinen Fall, sondern ermuntern, seien Sie sorgfältig, seien Sie aufmerksam mit dem, was Sie sich zutun und was Sie sich zuliebe tun oder eben nicht. Ja, es kommen noch weitere Fragen. Ich würde Sie jetzt doch auch noch mal bitten, nicht mehr zu fragen. Aber Frau Huber, sonst machen wir das doch einfach wieder einmal. Sonst machen wir es dann wieder einmal, genau. Das fände ich dann besser, weil ich denke, sonst aus der Erfahrung von anderen Webseminaren, dann beginnen manche auch zu gehen. Das ist schade, wir möchten da gerne ja auch noch einen schönen Abschluss hinbekommen. Da wird gefragt nach der Klinik in Bad Wildbad, wie die heißt, das kann ich auch noch mal beantworten. Das ist der Quellenhof. Dann wird noch mal gedankt auch für die gute Veranstaltung. Und dann ist noch mal eine Frage, ich laufe gerne. Meinem Mann ist aufgefallen, dass wenn ich laufe, nach einer Zeit anfange zu humpeln, aber ich merke es nicht. Sollte ich da einen Gang zurückschalten oder einfach so weitermachen? Ich verstehe es. Was sagt die Frau auch noch? Dass der Mann sieht sie humpeln und jetzt fragt sie, warum? Und sie merkt es aber nicht. Ja, ja. Und soll sie dann einen Gang zurückschalten oder soll sie weitermachen? Soll sie einfach gehen? So wie es für sie stimmt. Das merkt sie selber.
Und wenn der Mann motzt, das kommt ja gelegentlich vor, dass er reklamiert, ein Mann, also außerhalb von unserem Haus hier. Aber dass es Männer gibt, die etwas reklamieren, dann muss man sie etwas nacherziehen. Das ist schon. Okay. Da war doch mal die Frage nach der Altersangabe 53 bis 57, den Beginn der MS. Das kann ich jetzt nicht ganz zuordnen. Vielleicht wissen Sie es, Herr Professor Kesselring, auch nicht, in welchem Zusammenhang das jetzt steht. Dann sagt jemand, Frage, ich kann mich nicht kürzer fassen, wie schädlich ist es, wenn man Mobbing von Kollegen wegen MS ausgesetzt war, bevor die Diagnose endgültig stand, obwohl seit Jahren Symptome da waren? Ich weiß nicht, ob Mobbing, ob man da jetzt eingehen, das ist doch auch noch mal ein sehr anderes Thema Ja, oder das ist ein ganz wichtiges. ein Das sehr ganz. Dann lese ich es weiter vor. das Also wäre immer gut. bevor die Diagnose endgültig stand, obwohl seit Jahren Symptome da waren, das erlebe ich auch oft, dass das Symptome sind, aber man kann es ja noch gar nicht zuordnen und da eventuell eben auch ein Mobbing entsteht, Ja, gell? genau. Weil andere das schon irgendwas auffällt, aber es auch nicht zuordnenbar ist. Es stimmt was nicht, es klappt nicht mehr alles so, aber man sich deshalb selbst auch gezwungen hat, alles normal weiterlaufen zu lassen, wie Genau. alle es machen. Aber das sind ganz Das schwierige ist schon. Abwägungen. Auch wann soll man den Familienangehörigen oder Nachbarn oder Mitarbeiterinnen sagen, dass man so eine Diagnose hat? Das muss man sehr sorgfältig im Einzelfall unter Berücksichtigung aller dieser Faktoren abwägen. Da kann man nicht einfach eine Antwort geben und dann ist es erledigt. Das sind aber ganz wichtige Fragen. Gut. Moment, jetzt müsste ich hier nochmal, es gibt nochmal einen Hinweis, dass die Charité Studien zum Thema MS und Schlaf macht. Ja, prima. Gell, zur Myelinisierung von Nervenbahnen in der frühen menschlichen Entwicklung ist sie abhängig von der Benutzung der Nerven. Kann eine Übung mit regelmäßiger Beanspruchung bestimmter Nervenbahnen auch eine geschädigte Myelinschicht wieder regenerieren? Ich glaube, das sind zwei Fragen jetzt so ein bisschen zusammengekommen. Naja. Haben Sie es verstanden oder? Ja, also eben die Schlafuntersuchungen an der Charité, es freut mich natürlich, weil da gibt es noch so viel zu erforschen und dass das Myelin auch beim erwachsenen Menschen sich wieder aufbauen kann, das wissen wir mittlerweile. Früher hat man ja gesagt, das kommt nur bei Kindern vor oder man kann es nur im Experiment an Tieren nachweisen. Nein, das wissen wir schon, dass Remyelinisierung eben auch beim erwachsenen Menschen vorkommen kann, aber wir haben keine Medikamente, die das einfach von sich aus übernehmen würden. Okay, Gut, jetzt gut. kommt einfach noch mal viel Lob hinterher. Na, schön. Gell? Und ich denke, damit würde ich es auch dann ganz gern belassen, jetzt von den Teilnehmerfragen. Ja. Ihnen noch mal auch ganz herzlich danken, Herr Professor Kesselring. Ich denke, Sie haben einfach die Gabe, auch noch mit Ihrem Charme und Humor, auch mit Bildern und solche Dinge, dieses Thema aufzugreifen. Also ich sage einfach auch herzlichen Dank dafür, wie die Teilnehmer auch. Ich danke Ihnen auch nochmal auch für die langjährige Verbundenheit zur Amsel und dass Sie uns auch weiterhin für Vorträge hier zur Verfügung Ja, stehen. gerne. Gell? Das Danke ist so. vielmals. Den Teilnehmern, wie gesagt, die bekommen nochmal Materialien von uns zugeschickt. Ein Dank auch im Hintergrund nochmal an die Frau Erd und den Lars Groll, die sich immer doch intensiver um die Technik kümmern. An die Teilnehmer auch nochmal eine Entschuldigung, dass das mit dem Facebook vielleicht nicht ganz geklappt hat zu Aber das ist Beginn. wahrscheinlich wie beim Trump. Vielleicht hat Facebook mir einfach den Account gesperrt. Wer weiß, das. Und dann möchte ich die Teilnehmer noch mal darauf aufmerksam machen, auf unsere Homepage zu gehen unter www.amsel.de. Es gibt noch weitere Online-Vorträge, es sind schon viele drauf. Und besonders, weil das auch noch mal eng in Verbindung jetzt steht mit Ihrem Vortrag,
ist unsere Resilienzreihe und die Achtsamkeitsreihe. Ich denke, das sind diese Dimensionen, die Sie auch zu Beginn nochmal beschrieben haben, gell, diese eigenen Einstellungen, Haltungen zu entwickeln, um dann eben mit Unterstützung in eine gute Aktivität zu kommen. Ich denke, das ergänzt sich vielleicht ganz gut. Ich danke Ihnen, Herr Professor Kesselring. Sie bleiben noch da, nochmal für ein kurzes Gespräch hinterher. Und ich wünsche ansonsten alle einen geruhsamen, schönen Abend, noch ein gutes neues Jahr. Das gilt noch jetzt. Und bleiben Sie alle gesund und zuversichtlich. Okay.